ich habe mir gerade eine größere Herausforderung vorgenommen. Und zwar werde ich hier in Wuppertal starten und nach St. Petersburg laufen. Ich bin Yannick, ich bin aus Wuppertal, 30 Jahre alt, bin Mammutmarsch-Veteran und ich bin Ultrahiker. Das sind so ungefähr 3400 Kilometer und das sollte in 2 Monaten schaffbar sein. Ja, das sind im Tagesdurchschnitt ungefähr 60 Kilometer. Ja, bei so einer Tour stellt sich natürlich die Frage nach der Ausrüstung. Und ich habe mich entschieden, kein Zelt mitzunehmen, sondern tatsächlich das Abenteuer zu wagen und immer unterwegs Couchsurfing oder andere Schlafgelegenheiten zu finden, wo ein Schlafsack reicht. Bei der ganzen Nummer besteht natürlich auch die Gefahr, dass man mal keine Unterkunft findet oder dass es ein bisschen schwieriger ist. Mein größtes Abenteuer bisher war, glaube ich, eine Übernachtung am Flughafen Stansted in London. Da bin ich abends in eine Bar gegangen, um Leute kennenzulernen, bei denen ich dann doch spontan nach ein paar Bier übernachten konnte. Das ist, naja, wie ihr euch denken könnt, dann so ein bisschen schief gegangen. Und die haben mir dann den Tipp gegeben, nachdem wirklich keiner wollte, einfach noch 10 Kilometer weiter zu laufen zum Flughafen. Ich habe einen wasserdichten Rucksack, der schon mal sicherstellt, dass ich mir tagsüber keine Gedanken machen muss, auch wenn es mal mehr regnet. Eine Viertelstunde unterstellen ist okay, aber ansonsten gibt es keine Zeit. Eine wasserdichte Regenjacke, eine wasserdichte Regenhose, wasserdichte Schuhe, Taschenmesser und Löffel. Also ich habe auch so einen Tick. Ne? Normalerweise versuche ich darauf zu verzichten, aber es ist schon normal an so einem durchschnittlichen Wandertag, dass ich 400 Gramm Schokolade esse. Jeden Tag. Tja, die Frage nach dem Warum, die ist eine interessante. Irgendwann kam ich mit der verrückten Idee nach Hause. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie sie entstanden ist. Einmal die USA zu durchqueren. Weil man das nicht mal eben so macht, habe ich dann so einen Sportwissenschaften-Studenten gefragt, den ich gut kenne. Und der hat gesagt, ja, das kannst du gar nicht. So 50 Kilometer am Tag, was du dir vorstellst, das ist irgendwie unmöglich. Und dann habe ich einen über 20 Kilo schweren Rucksack gepackt, bin nach Dänemark gefahren und habe dann da 1000 Kilometer mit 50 Kilometer am Tag abgerissen und bin zurückgekommen und habe gesagt, es geht. Und so ist es jetzt auch. Also das ist dann irgendwie so der nördlichste Zipfel von Europa ist St. Petersburg. Das liegt so ganz, ganz im Osten der Ostsee. Und ich glaube, das ist irgendwie ein symbolischer Ort. Ich bin mir immer noch nicht sicher, wie das ist, ob man da einfach so über die Grenze laufen kann. Die Zeit geht von alleine rum. Man muss einfach nur weitermachen, wie man es gerade macht. Das passiert alles von selbst. Ich bin jetzt austrainiert. Ich habe die letzten 3-4 Monate viele, viele Kilometer gemacht. Und mehr kann man jetzt eigentlich nicht machen, als entspannt an die Sache ranzugehen. Am Anfang hat man das Gefühl, man geht durch die Natur oder man geht über das Feld oder durch den Wald. Und am Ende ist man Teil davon. Und fühlt gar nicht mehr diese Trennung und deswegen ist auch das Wetter dann egal und deswegen sind auch viele Dinge einfach egal. Genauso auch die Trennung zwischen Kopf und Körper. Früher hat immer der Kopf den Körper gepeitscht, mach das jetzt, du musst weiter. Und das war auch immer anstrengend. Beim letzten Mal zum Beispiel hat das komplett aufgehört, das ist einfach eine Einheit. Das ist sozusagen vorher abgestimmt zwischen Kopf und Körper, was wir gemeinsam vorhaben und das funktioniert dann wunderbar und wenn man diese Hürde nicht mehr hat, dann fällt es auch ganz leicht loszulassen. Ich war letztes Jahr im September beim Mammutmarsch NRW dabei. Auch dort macht es immer wieder Spaß, also das nach der Aktion jetzt nach 2 Wochen Ultrawandern habe ich trotzdem Bock dann einfach nochmal mit den Leuten, wo die Hälfte wahrscheinlich vom letzten Jahr wieder dabei ist, das zu machen in diesem Gedanken. Das zusammen zu schaffen, wo auch keiner vorher dran glaubt, dass er das wirklich kann und dass er das wirklich einfach schafft. Das würde ich auch, glaube ich, ab jetzt jedes Jahr einfach wieder machen. Und gerade in Wuppertal bzw. NRW, wo eben noch die paar Höhenmeter da drin sind, die das Ganze etwas spannender machen.